Wasser ist Lebe und am Fluss gedeiht auch Leben, Pflanzen, Tiere und so weiter. Und da möchte ich, oder muss ich bemerken, zu dem Reg gibt es auch kleine Flüsse, kleine River. Und ein kleiner Fluss genau an meinem Haus vorbei. Ein kleiner Fluss, sogenannte Brennbach, den ich vorher schon erwähnt habe. Der fließt an meinem Haus vorbei. Und als Kinder, schon als Schulkinder, waren wir immer barfuß in den Bach rumgelaufen, haben Fische gefangen, Frösche gefangen, Krebse gefangen. Und da waren wir immer das gewohnt. Und der Fluss war immer, da hat man immer gespielt. Dann hat man mal die Geschwister mal reingeschubst, das ist ja klar. Ich habe noch drei Geschwister und da hat man immer am Fluss irgendwie was gemacht. Mit einem kleinen Bach hat man dann gespielt. Dann hat er auch drin gebadet und hat also mal ein Boot gebaut oder hat versucht, Boot zu fahren. Und da ist genau bei uns am Garten vorbei und dann war der Fluss halt, wie es in alten Volksliedern vorkommt, das war immer interessant. Da standen schöne Bäume drumherum und da war Gras und da gab es alles mögliche an Tiere und Pflanzen und es war immer Leben, Fluss ist Leben. Ja. Und das ist ja das, was noch auch haften bleibt oder auch noch für spätere Leben. Wenn man läuft ja gern spazieren am Bach entlang, hört morgens meistens im Sommer oder im Frühjahr die Vögel, das ist immer interessant. Das ist aber auf der ganzen Welt, glaube ich. Die Donau ist ein bewegtes, ein lebendiges Wasser. Und es gibt sicher nichts Schöneres, als zu wissen, unsere Erde steht nicht still und es ist kein Ende, sondern es ist immer Leben. Und ein fließendes Wasser, genau wie ein Wasserfall, genauso ist eine Quelle ein sehr gutes Zeichen für das Leben, also permanenten Optimismus. Und wenn ich in Wien bin oder in Passau oder in Budapest und sehe die Donau, dann ist das natürlich auch etwas Fröhliches für mich.
1999. Da war 8 Tage vorher, also das war Pfingsten. Und 8 Tage vorher war die Donau schon also ganz bedrohlich hoch. Und jeden Tag ist halt höher geworden und höher. Und dann war es schon wirklich bedrohlich. Und Pfingstsamstag in der Nacht um 1 ist dann angegangen. Also ist dann schon, hat man schon gesehen, dass die Donau, dass das Wasser unten durchdrückt. Dann die Bäume, die Wurzeln, die haben den Damm kaputt gemacht. Und naja, dann natürlich in der Nacht kommt da niemand und tut den Damm Kies und Ding auffüllen. Am nächsten Tag sind sie dann mit den Bagger und mit dem Lastauto angerückt und haben den Damm befestigt. Aber da war es natürlich schon zu spät. Da war es schon zu spät und dann ist das Wasser von vorne und von hinten. Überall ist das Wasser hergekommen und immer höher gestiegen und immer höher. Ja, also der Sohn hat dann gesagt, wir müssen den Erdgeschoss ausräumen. Und dann haben wir halt alles ausgeräumt, weil es im Radio geheißen hat, also der Mühlenweg kann der Damm brechen. Und dann werden wir alle evakuiert. Und ich habe das Haus voll Gäste, 8 Gäste. Und waren noch 2 Radfahrer, waren noch privat im Keller. Und denen habe ich aber schon gesagt, also ich habe, die waren angemeldet und ich wollte sie noch anrufen und sagen, also dass sie nicht kommen sollen. Und konnte sie aber nicht mehr erreichen. Und die standen dann am Abend um 8 vor der Tür. Ja, was mache ich jetzt? Dann habe ich gesagt, also es kann heute Nacht losgehen mit dem Wasser. Ja, das macht nichts, ich soll sie dann wecken. Und dann um 12:30, dann hat der Sohn gesagt, Mama, du musst die Gäste wecken, sonst ertrinken die im Keller. Oh je. Ja, das hat viel geregnet, bei uns nicht, aber das war Schneeschmelze. Das hat geregnet woanders und war halt Schneeschmelze, weil es ja schön warm war. Und durch das war das Wasser. Und natürlich nachher der Dreck. Okay? Und bis das alles sauber war. Und der Garten hat ausgeschaut. Und nach 2 Tagen sind dann Bekannte gekommen, die haben dann gesagt, ja, ihr habt ja gar kein Wasser gehabt, da ist ja alles so sauber. Dabei haben wir mit den Schrubben und mit den Besen haben wir einen Rasen geschrubbt. Und alles, der Sohn hat dann, der hat ja ein Geschäft, gell, der hat ein Sicherheitsfachgeschäft, der hat dann sein Geschäft also zugesperrt und hat gesagt, erst müssen wir da in Ordnung sein. Und dann hat das halt mithelfen und die Schwiegertochter und die Tochter und alle. Und die haben dann auch die Schwiegereltern mitgebracht gehabt, dass wir alles wieder in Ort und Stelle bringen. Gell? Und ja, aber es, ich meine, das Haus hat einfach gerufen. Das war das ganze Jahr noch, die Feuchtigkeit. Weil es ist zwar nicht in jedem Keller, aber wir haben es ja gleich wieder weggepumpt, aber das läuft ja doch. Besser.
Passau. Es waren 9 Jahre am Gymnasium und ich war dort in einem Schülerheim. Das war in der Altstadt, so ungefähr am Zusammenfluss von Donau und Inn. Und wir konnten auch von unseren Fenstern aus die Donau riechen. Das war auch, also ein Fluss riecht. Ich kann mich einfach am intensivsten an diese Gerüche noch erinnern. Und diese dumpfen, modrigen Gassen mit dem Flussgeruch. Wir haben manche Überschwemmungen auch erlebt, zwar keine riesengroßen, aber doch solche, dass der Verkehr und das ganze Leben, Schulleben auch erheblich gestört war. Manchmal konnte die Lehrer nicht kommen, so fiel die Schule dann 1-2 Tage aus. Und
ja, unsere Freizeit, die durften wir dann oft an der Ortsspitze verbringen. 1 oder 2 Stunden am Tag, wenn schön Wetter war, ein Eis kaufen. Und Donau war für mich dann Freiheit. Kein Druck, war für mich einfach Muße, Ruhe. Jetzt habe ich frei. Jetzt darf ich den Fluss anschauen. Und da haben wir die Schiffe angeschaut und alles, was sich drauf tat. Und dann mussten wir wieder heim zum Lernen.
für mich ist es ein ganzer, einer der wichtigsten Bestandteile meines Lebens, dass ich das, ich kann es woanders zu wohnen, nicht an der Donau zu wohnen, wäre für mich eine Katastrophe. Es würde nicht funktionieren. Ja, ich könnte vielleicht in Mauthausen wohnen oder in Linz wohnen, das ginge noch, dass ich diesen Strom, der so so eine Kraft mit sich bringt, aber auch so eine es geht eine irrsinnige Energie aus von so einem Strom. Ja. Das ist, wenn man das merkt, welche Kraft da vorbeischwingt, ja. Ich könnte mir das nicht vorstellen, ohne der Donau zu leben. Ja. Das kann ich nicht recht gut ausdrücken. Aber, auch wenn es uns persönlich nicht gut geht, wenn wir dann 2 Stunden, 3 Stunden auf der Donau sind, ja, dann ist es eine ganz andere Welt. Ja. Und aus dem Grund, weil es für uns psychisch und von der Stimmung so viel beeinflussen kann, ja, darum können wir sie immer mehr lieb gewinnen. Das ist für uns ist das die beste Medizin. Ja. Von April bis Oktober kann man alle Probleme wegstecken. Ja. Aber wenn es im Winter, wenn es zu kalt ist, dass man mit der Zille auf der Donau fährt, dann das kann schon eine sehr lange Jahreszeit sein. Ja.
abwärts fährt, dann hat man zwar die schönere Landschaft, ja, weil die Berge links und rechts hinaufgehen, aber wenn man stromaufwärts fährt, dann ist kein Staubereich mehr, dann gibt es wieder mehr Schotterbänke am Rand, am Donauufer liegt der Kies und Sand und die Donau fließt viel schneller und dann hört man auch die Donau singen. Und wenn die Donau in der Originalgeschwindigkeit fließt, dann hört man den Schotter am Grund rauschen und das nennt man die Donau singt.
heute ist die, und zwar meine, die Grundidee war die, eben meine Vorfahren haben eben bis 1903 eine solche Schiffmühle betrieben, also nicht weit von da, eben 4 Kilometer stromauf von dieser Stelle. Und es hat früher jede Menge Schiffmühlen an der Donau gegeben. Und sie sind jetzt in Vergessenheit geraten. Also kein Mensch weiß mehr, kaum jemand weiß mehr, was eben so eine Schiffmühle ist und wofür man die gebraucht hat. Und es hat in Wien um 1850 herum sind diese der alten Donau, Kaisermühlen, der Name Kaisermühlen deutet eben auf die Schiffmühlen hin. Und dort sind um 1850 eben 60 so Schiffmühlen hintereinander gehängt. Und zwischen Wien und Pressburg sind zu dieser Zeit noch einmal ca. 50 Schiffmühlen gehängt. Also jede Ortschaft hat ca. immer so 3 bis 4 Schiffmühlen besessen. Und ich habe mir überlegt, halt, also es gibt keine mehr im Gebirge, Landmühlen gibt es noch jede Menge und die werden halt touristisch genützt. Und, aber alles, was direkt schwimmt am Wasser, also verschwindet relativ schnell. Also es gibt natürlich kein Original mehr an der Donau. Und weiter unten, aber in Ungarn, ehemaligen Jugoslawien, hat es noch bis 1960, 60er Jahre, hat es noch wirklich Schiffmühlen gegeben, alte Donaukapitäne. Haben uns noch berichtet eben von den Schiffmühlen, die haben die noch wirklich in Betrieb gesehen. Und, aber es weiß keiner mehr was bei uns da. Und es ist natürlich überlegt, eine, könnte eine touristische Marktlücke sein, dass man so etwas nachbaut und dass man eben die Funktion einer solchen Schiffmühle wieder eben erleben kann. Also nicht nur sehen, sondern auch eben hören kann. Ja, also wie gesagt, ich bin halt hier an der Donau aufgewachsen, bin eben Donau begeistert, also bin eben begeisterter Wassersportler und kann eben dieses Projekt eben mitunter auch verbinden eben mit der Donau. Halt.
Ich habe sehr lange gesagt, mein Beruf ist mein Hobby. Und die meiste Zeit verbringe ich auf dem Wasser. Also das ist eben, ist eigentlich meine Heimat, die Donau. Es ist zwar sentimental, aber trotzdem, man lebt damit und es ist ganz einfach so, man kann nicht glauben, dass ein Mensch das Wasser bezähmen kann. Das Wasser ist geduldig, aber man kann es nicht bezähmen. Und wenn man schaut, das Wasser hat einen sehr kleinen Kopf, das kommt überall durch. Und auch die größten, besten Bauwerke bekommen Risse und dann kommt das Wasser durch. Und wenn es einmal durchkommt, dann geht es weiter. Und vor dem Feuer kann man davonlaufen, aber vor dem Wasser geht es schlecht. Das sind ein paar so Dinge. Und wenn man das berücksichtigt, ich kann nicht sagen, dass der Fluss mein Feind ist. Man muss nur ganz einfach eben das Notwendige beachten und dann kann eigentlich nicht viel passieren. Aber es ist ganz einfach was Lebendiges und nicht nur ein toter Gegenstand. Thank you.
elfelejtem azt, hogy nagyapámról van egy ilyen történet, hogy még mai napig is emlékeznek rá a városban, hogy egy olyan érdekes tulajdonsága volt, hogy felfeküdt a vízre a Dunán, és hagyta magát csodorni a víz felett. És közben újságot olvasott, és a történetek mindig ott voltak, hogy volt a Duna mellett egy kormorán nevezetű étterem, egy kocsma. A unokatestvére mindig várta őt ruhával, vagy mindenit, hogy fölrakta magát a víz tetejére, adta magát így, nem tudom, 10-15 kilométert így vitte a víz. És egyszer az történt, hogy kihívták a mentőket, mert azt hitték, hogy halott úszik a vízen, mert hát a háború után szokásos volt, hogy ahogy úsztak már szegény holttestek a vízen, de ő ezt mind hobbiból vagy rituálból csinálta, hogy engedte magát sodorni mind a úszadékfa. És akkor somorják mindig mondták, áj, nincs semmi baj, kisbácsi úszik a víz tetején. És akkor ki ott már várták őt a mentővel, hogy jön, és kiszállt, és mondta, mi a probléma, hogy én csak ezt csinálom, és akkor ezek idegenek voltak, akik nem tudták, és azóta ez valójában egy ilyen történet maradt, ami mai nap is bemegyek a kocsmába, a somorján, akkor idősebb emberek mondják, hogy az unokád, a nagypapa mindig ilyen érdekes módon csak úgy úszott, megtréfált a gravitációt, a víznek, a nagy vicces ember volt. Soha nem tudta senki, hogy hogy csinálja. Hogy akkor engedte a nagypapát a nagymama, hogy úszni ment, és akkor Karcsi bácsi várta meg minden. Csak egyszer az volt, hogy mert a Karcsi bácsi mindig biciklével lement a kocsmába, hogy ott várja a ruhába a nagypapát, és akkor egyszer csak nem jöttek haza két napig, hát pénteken volt. Hát mert úgy beáztak, nem csak a vízbe, hanem így is, hogy nem jöttek haza. Ez volt a sztori, tudod, amikor a nagypapa meg a Karcsi bácsi a úszás után. Mert annyian hoztak nekik italt, mert csodálták, hogy ezt tudjuk csinálni, hogy akkor egész éjjel nem jöttek haza. És akkor a nagymama nagyon mérges lett, és mondta, hogy legközelebb csak akkor mehet úszni, ha ő is megy, hogy azóta azt nem is tudom, hogy nem kell úszni.
I prestorima smo pregradili Hulovski kanal, onda Načhatfog, onda bilo je i Kovačfog, što je danas te već ne postoji, i Renofog, i Bečarfog. To smo mi prestorima pregrađivali i zadržavali, dakle ribu obustavili smo da ne izleđe van na Dunav, što je došlo unutra. No, ujedno i lovili smo, ali s druge strane, bili smo na to da što više ribe da neko staje u Kopačko jezero, kad bude ona jesenska sezona, onda da imamo dovoljne ribe. Dakle, i tako je, kako sam i prije spominjao, da 26 vagona je bio opterećen. Ali tu je bilo i taj prestor unutri. No, tu smo imali dosta posla s tim prestorima. Onaj debeli lanac, pa kad naglo kad je počelo opadat. Ma jedva smo nekad mogli držati. Naveče kasno smo mogli dići, pa oprat, pa iz obnova nastaviti, da u noći, da nek izdrži ujutro opet rano već vani i pripazi. Ali, ako kako sam kazao, zarađivali smo novaca. Ne da nismo, jesmo. Dobre novce smo zarađivali na ovim fokovima. No i na slobodnom terenu, kad je to prestalo, ili kad je išla voda, onda i na slobodnom terenu. Dakle, ne možem kazati. No, sad, kako smo isključeni, ja sam evo ga već odrekao i potpuno, ni ne idem. Odkazao sam jer jedan put sam već sada, evo ga, imam 80 godina, pa već čovjek nije siguran u svom koracima tako kao što nekad. I onaj čamac se ljulja, klima, i kad sam ja to primetio da hop, malo što nisam ispao vani, onda sam odlučio da taj posao više nije za tebe. I tako potpuno odustao sam od ribarstva. Thank you.
Pa za vreme rata, za vreme bombardovanja, na nas je sve tako šokantno delovalo to uopšte bombardovanje. Ali ti mostovi pored kojih smo mi odrasli i na koje smo, to je bio deo nas, to je bilo strašno, strašno je bilo gledati i te slike i bilo je strašno posle pogledati u Dunav koji je tako kao osakaćeni čovek izgledao. Bili smo i ne samo uplašeni, nego i razočarani time šta se dešava. Jedan moj prijatelj je bio lekar, u to vreme radio je u Petrovaradinu i on je svaki dan morao da ide na posao. Naravno, išao je na posao, iako je bilo bombardovanje, iako su bile sirene, iako je pretila opasnost da svaki dan može da izgubi život, on je išao skelom, je išao na posao. I to su bili strašni dani kojih, eto, ne možemo nikad zaboraviti. On mi je pričao o tome da u to vreme nije bilo, mislim, ni mi nismo imali ni struje, ni vode, a oni su radili operacije pomoću nekih baterijskih lampi i pomoću buradi u kojima je bila smeštena voda. To su stvari koje se ne mogu nikad zaboraviti.
Încerc să răspund la întrebare cum și-a schimbat Dunărea aspectul ei prin construirea barajului de la Porțile de Fier. Este adevărat, înainte Dunărea se zbătea prin cataracte, prin stâncile și prin îngustările din cazane, unde putem spune că a fost îngustat până la 150 de metri. Acolo Dunărea fierbea, de aceea să și spune cazane. Apa fierbea ca într-un cazan. Asta este explicația stâncilor de la cazane. Acum a fost blocată Dunărea la Porțile de Fier și s-au construit barajul, care este de 30 de metri pentru nivelul Dunării și funcționează două ecluze, una pe malul iugoslav și una pe malul românesc. Tot peisajul din regiunea Porților de Fier și a cazanelor s-a schimbat mult în urma construirii acestui baraj. Lacul de acumulare, cum am spus, se extinde până deasupra de Moldova Veche. Au fost inundate o serie de localități și comune și prin aceasta oamenii au trebuit să strămute, să-și cedeze pământurile și să se așeze puțin mai în amonte, mai sus pe dealul. Peisajul în cazane a rămas același, cazanele fiind foarte stâncos și abrupt. Momentul de despărțire de oraș a fost foarte tragic, mai ales pentru oamenii bătrâni, care nu puteau să o conceapă să-și părăsească casele și să se mute în noul oraș. În 1965 a început construcția barajului și totodată a început să se demoleze vechiul oraș. Casele au fost dărâmate, iar oamenii au trebuit să-și reconstruiască case în nouă așezământ, care este în prezent noul oraș Orșova, de-a lungul golfului din Orșova, așezat la Dunăre, la kilometru 955. În noul oraș Orșova este majoritatea blocuri. Noi am fost strămutați în aceste locuințe, iar o mare parte și-a reconstruit casele. Au fost strămutați atât bisericile, cât și cimitirele. Vă dați seama ce groaznic a fost să ne deshumăm morții și să-i reașezăm pentru odihna veșnică în cimitire noi. Asta este pentru noi și pentru cei în vârstă o istorie foarte tragică și foarte dureroasă.
За мен Русе, преди всичко това е река. Както и хората, които живеят тук, но реката е тази, която ме държи привързана към този град, към тази земя. Когато съм тъжна, ходя на реката и плача, и имам чувство, че тя плаче с мен и това ме успокоява. Когато съм весела, отивам на реката и когато видя как слънчевите зайчета подскачат по вълните, тогава чувствам, че и реката е весела с мен. И това е като съпричастност, аз съм част от тази река. И неща един ден. На финала на живота си, когато умра, моят прах да бъде разпръснат точно по тази река. И ако може да се превърна в чайка, за да мога винаги да се връщам към нея и да остана тук. Завинаги. Thank you.
acum pierde. Dacă mă vede și... Ai făcut-o, dai! Ce n-ai făcut-o, loc? Să-i dăm și trebuie să mai mă rog.